Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. In der letzten Folge haben wir leider den Schlüssel zur Passwaffe gestört wurden, aber naja. Sie scheinen immer angespannter zu werden, Garrus. Harkin weiß vielleicht, warum Sidonis sich absetzen wollte. Falls das stimmt, weiß er, warum wir hier sind. Und ich will nicht, dass er Sidonis einen Tipp gibt. Haben Sie das gesehen? Ich hab was gesehen. Er bereitet sich auf uns vor. Wenn wir hier warten, werden wir ihn wohl kaum erwischen. Direkt hinter Ihnen. So ist es. Jetzt schnappen wir uns Harkin. Shepard, ich habe die Scanner des Lagerhauses angezapft. Die Kisten in den Frachtschiffen über Ihnen explodieren, wenn man sie fallen lässt. Gut zu wissen. Warum kehren Sie nicht einfach um? So, sehr gut, dass man das ist mal erledigt. Zu spät, jetzt bist du tot. Ja. Zu spät, jetzt bist du tot. Komm, Commander. Ich bin Sparta. Oh Mist. Zwei schwere Mechs im Anmarsch. Oh shit. Glauben Sie wirklich, Sie werden mit mir? Schild ist weg, jetzt geht's ab. Verteidigungssysteme aktiv. Go, 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 go. Oh, 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 nicht explodieren, bitte. Und auf. Wow, 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 wow. Was war das? Was ist denn jetzt passiert? Zu spät, jetzt bist du tot. Ich glaube, jetzt haben wir Harkin endgültig. Ja, sieht so aus, als wenn wir ihn geschnappt hätten. Sie waren nah dran, aber nicht nah genug. Die Nase scheint gebrochen zu sein. So, Fade,
das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Kommen Sie schon, Garrus. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Ich suche jemanden. Sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. Das hat doch sicher wehgetan. Vielleicht sollten Sie uns einfach sagen, was wir wissen wollen. Vielleicht, aber Sie haben noch nicht gesagt, was Sie wollen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Tobiana. Ich weiß, wen Sie meinen, und ich werde gar nichts sagen. Ist diese Information wirklich den ganzen Aufwand wert? Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft. Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Garrus? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Ich gehe. Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass Ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Harkin. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Garrus. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Sie müssen ihn nicht erschießen. Jetzt kann er sich vor C-Sicherheit nicht mehr verstecken. Heute ist wohl Ihr Glückstag. Ja, hoffentlich können wir das bald mal wieder machen. Also ein Hurensohn. Richtig, danke. Ich habe ihn nicht erschossen. Los, gehen wir weiter. Wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Gut, mal gucken, sind wir jetzt zurück bei Sidonis, ja. Hä, gerade eben standen wir schon da oben, jetzt kommen wir jetzt angeflogen. Harkin ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit mit ihm. C-Sicherheit soll sich jetzt um ihn kümmern. Ja, da haben Sie wohl recht. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. An Ihrer Stelle würde ich dasselbe tun. Ich habe von den Besten gelernt. Ich muss mich vorbereiten. Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein. Alles klar. Dann werden wir das für Garrus tun. Na also. Shepard, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Es wird nicht lange dauern. Gehören Sie zu Harkins Leuten? Ich gehe natürlich zur Seite, anstatt ihn zu warnen. Sie schon mal gesehen zu haben. Setzen Sie mich da drüben ab. Hab gehört, Harkin sei einer der Besten. Sollte nicht nochmal vorkommen. Das wird es nicht. Keine Sorge. Was? Oh, Scheiße.
Verrat bestraft, Sidonis. Vielleicht sind wir jetzt abtrünniger, aber es war es auf jeden Fall wert. Das ging ja ganz einfach. Einfach und sauber. Gute Arbeit. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Gehen wir. Ich muss weg von diesem Ort. Ich bin gleich bei Ihnen. Sehr gut, wir haben es geschafft. Mission erfüllt. Und damit werden wir mal sehen. Damit haben wir Garrus ja geholfen. Er ist jetzt auch loyal geworden. Und jetzt haben wir noch 9 Minuten, wenn ich es richtig sehe, die wir noch zu verbleiben sind in diesem Part. Dann könnten wir jetzt mal gucken, was es hier noch so gibt. Was haben wir denn noch auf? Als die Tali, ja, Tali reden. Dossier, nee, Aufträge hier. Sie können sie als Nützliche erweisen, Verwendung für dies finden. Ein Geschäft namens Ich möchte das bekannte Mars Geschäft. Zutaten finden. C-Sicherheit untersucht anscheinend den Tod von Sidonis, Shepard. Bisher haben sie keine Spuren. Wie schade. War hier nicht irgendwie noch das Kaffee? Und ich glaube, hier war ja noch was zum Essen. Schön. Ach, erstklassige Vorräte, dass wir auch nicht direkt drauf gekommen sind. Rechts und links drehend, falls Sie das hören. Sehr gut. Zutaten haben wir. Rapid Transit braucht, glaube ich, die dies. Soweit ich mich erinnern kann. Dann wäre das hier, haben wir eine richtig erfolgreiche Aufnahme jetzt gehabt. Also ich habe jetzt der dritte Part, den ich jetzt am Stück aufnehme. Und ja, wenn das so weitergeht, ist das doch äußerst erfolgreich gewesen. Bauchschiffhändler brauchen wir nicht. Koch brauchen wir auch nicht. Irashimas! Ich habe gedacht, mal gucken, ob jemand geht. Nö, hier sind sogar Menschen drin. Wunderbar. Ich bin Commander Shepard und das... Guten Tag, Bürger. Nee, die brauchen nicht die... Ich sehe mich um. Kommen Sie bald wieder, Shepard. Ich vertraue dir, Michael. Welche medizinischen Upgrades würde ich mit Ihnen kaufen? Keine Ahnung. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der City. Ah, mein Lieblingskunde. Was darf's denn sein? Ich möchte etwas kaufen. Ja, heutzutage läuft alles. Danke für Ihre Zeit. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Mann, wo muss ich denn hin? Direkt in der Nähe von dem. Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Naja. Das haben wir noch. Wir haben noch die IDs, weil die IDs braucht. Und, die Pakete. Nähe von Marabs Geschäft auf der Citadel. Familien hat seine Arbeit aufgenommen. Der berühmteste Mensch der Galaxie verbrachte auf der Erde eine schwere Kindheit. Durch das Stipendium erhalten mehrere Dutzend junge Männer und Frauen die Gelegenheit, kriminelle Banden hinter sich. Ist hier irgendwie das Paket? Liegt hier irgendwie, oder? Sprach Miranis über einen Kühlkörper für ein Universalgel-Modul? Oder über einen Kühlkörper? Ich würde mal kurz nachgucken. Einen Moment bitte. So, ich habe kurz nachgeschaut. Wir haben hier schon das Paket, nämlich das Datenpad, was hier lag, war dieses Paket. Und das haben wir schon eingesammelt. Ich habe auch dann direkt nachgeguckt, wo wir denn die gefälschten IDs lassen können. An der Treppe zur 26. Schon mal Rahmen probiert? Auf einer Bank sitzt. Eine Asari. Ebene 27. Ich glaube, sie ist nahe der Treppe zur 26.
auf dem Präsidium voller Fischen? Tragisch. Nein, sind sie nicht. Nach Fischen fragen? Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Kommen wir denn hier hin? Hier kommen wir hoch. In Ebene 28 auf jeden Fall. Wir werden mal kurz gucken, was hier so abgeht. Gut, hier geht es um was ganz anderes. Also wir werden hier mal kurz dann in der nächsten Folge, wenn wir Ebene 28 abhandeln. Und das Präsidium. Und das denke ich, wird dann schon einen ganzen Part füllen. Wenn nicht sogar zwei. Aber wo ist denn die Asari, die hier auf dem auf der Bank sitzt? Mit der können wir nicht reden. Hier will ja auch niemand anscheinend. Einen ganz kurzen Moment noch, ich werde das nochmal ganz schnell nachlesen. Die neben der Treppe, die neben dem Weg zur Treppe, die zu Weg 26 führt, auf einer Bank sitzt. Ich würde ja fast sagen, dass es sie ist, aber ich kann nicht mit ihr reden. Komische Sache auf jeden Fall. Naja, jetzt werden wir auf jeden Fall dann noch das eine Paket bei Ish abliefern und genau, Abbiet Transit auf die Normandie gehen. Wir werden das Paket bei Ish abliefern und nochmal ganz kurz gucken, was es so Neues gibt für uns zum Ausrüsten. Und dann wird es, denke ich, im nächsten Part mal wieder ein wenig storylastiger oder storybasierter. Ich finde ja die Story von Mass Effect eigentlich sehr, sehr gut. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay, des Captain. Und gucke kurz, was ich hier Neues machen kann. An Anziehzeug. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Quartier des Kommandierenden. So, Panzerung. Es ist größer als die Quartiere anderer Kriegsschiffe, auf denen ich Dienst getan habe. Das ist ein Schiff von Corvus, kein Allianzkriegsschiff. Die Unterbringung folgt persönlichen Vorlieben. Der Raum liegt direkt unter der äußeren Druckhülle. Die Werftarbeiter nannten ihn das Loft. Kondensator-Brustplatte bleibt. Schulterschutz haben wir nicht. Handschuhe haben wir jetzt aber. Die schweren Dämpfungshandschuhe. Das war's doch schon. Na gut, wenn wir nicht mehr machen können, dann soll es so sein. Jetzt noch schnell hoch ins Kampfinformationszentrum und auf zur nach Omega. Commander, und ja, Tali, ich weiß. Können wir auch im nächsten Part von mir machen. Hups, habe ich auch noch verdrückt. Komm, Massenportal, da kennen wir nix. Omega. Go. Auf geht's. Andocken. Oh, jetzt muss ich noch... Ah, shit, jetzt muss ich noch erinnern, wo ich denn steht. Oh, shit. Boah, wo steht er? Ich glaube es zu wissen. Beziehungsweise ich habe eine Vermutung. Ja, komm, ist doch jetzt total wurscht, wenn wir jetzt hier mitnehmen. Ja, interessant, gut. So. Ich glaube, dass er hier steht. Und da ist er auch. Hallo, Freunde. Bitte sagen Sie mir, dass Sie etwas für mich haben. Ich habe was, das Päckchen von der Citadel. Ich habe das Päckchen gefunden, das Ihr Kontakt auf der Citadel hinterlassen hatte. Gut gemacht, werter Freund. Und hier ist Ihre Belohnung, wie besprochen. Wenn Sie mal nach Ilium kommen, müsste dort ein weiteres Päckchen liegen, im Inneren der Eternity Bar. Alles klar, haben wir geschafft. Nach Ilium fliegen, haben wir auch Geld bekommen oder so. 1125 Credits und mit diesem Erfolg beenden wir dann den Part auf Omega.
Und beim nächsten Mal habe ich euch ja schon erklärt, was wir im nächsten Part vorhaben. Ich hoffe, ich schalte wieder ein. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.